Grüß Gott, ich will euch mein Kaufverhalten-Video abdrehen. Ich werde jetzt Jänner und Februar zusammenlegen, weil ich habe vorhin das Jänner-Video gedreht. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Und das war viel zu kurz. Ich zeige euch nur die zwei Sachen, die ich mir im Jänner gekauft habe. Februar habe ich euch jetzt eigentlich alles in dem Haul-Video gezeigt. Deswegen zeige ich euch nur die zwei Sachen von Jänner. Ich habe mir noch so ein Duschöl gekauft. Das war um 1 Euro, also war das nicht so ein großer Verlust. Und das war auch um 6,95 Euro, glaube ich, reduziert. Das war ein Duschgel von einem Duft, den ich unbedingt wieder haben will. Und wenn das Duschgel rausgeht, habe ich mir das eingebildet. Aber okay. So, kommen wir zum Kaufverhalten im Allgemeinen. Im Jänner habe ich sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe es noch nicht bunt gemacht, weil ich habe meinen gelben Stift irgendwo draußen an Bord. Ich habe ja sehr viel gekauft im Jänner. Ich habe mir die Haare geleistet im Jänner. Bei Lush war ich, bei Body Shop, Douglas, DM, Müller, H&M, Tallywhale. Also da war ich wirklich, wirklich böse. Da habe ich 291,38 ausgegeben. Und ich war mit 191,38 drüber. Da habe ich mir sehr, sehr viel geleistet. Obwohl ich da gar nicht so viel Zeit hatte im Jänner. Aber da habe ich mir wirklich ein bisschen viel geleistet. Die am teuersten waren natürlich die Haare. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen war es ja auch dann so viel. Und im Februar finde ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ich habe es nämlich vorher gerade erst zusammengerechnet, weil ich ja die ganzen Rechnungen jetzt gehabt habe durch das Haul-Video. Und ich muss sagen, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Im Februar habe ich ausgegeben. Ich habe auch verzweifelt jetzt noch versucht, Rechnungen zu finden. Aber ich habe alle Rechnungen nochmal durchgeschaut. Und die, die ich noch habe, sind vom Februar. Nein, Blödsinn, von März. die ich jetzt noch habe, sind von März. Und nicht vom Februar. Und das ist sehr verwirrend. Ich habe nämlich gedacht, dass ich im Februar auch so viel ausgegeben habe. Aber vielleicht war das nicht so schlimm. Ich habe nämlich bei Marionneau wegen der Alien-Palette noch 30 Euro draufzahlen müssen, weil ich ja 30 Euro Gutschein hatte. Dann Action Markt habe ich auch 35,25 Euro ausgegeben. DM 20,70 Euro. Müller war am schlimmsten wegen den ganzen Sally Hansen Nagellacke. 87,69 Euro. Das Ganze ist dann 173,63 Euro. Und ich war nur mit 100 Euro drüber. Also war es gar nicht so schlimm, finde ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Hier seht ihr, das wird auf Filterstrich. Das habe ich ausgegeben und das, also war ich drüber mit meinem 100-Euro-Ding. Also es war wirklich nicht schlimm, weil da hinten habe ich auch nichts vom März. Nein. Also ich bin echt verwundert. Ich bin wirklich verwundert. Also ich hätte nie gedacht, dass es so wenig ist, in Anführungsstrichen. Ich habe mir nämlich gedacht, im Februar habe ich auch ganz schön immer drüben, aber es war nicht so, mein Gott, der winkelt. Im Februar habe ich auch gedacht, war ich echt böse. Ich meine, März wird vielleicht jetzt schlimmer sein, aber ich dachte auch schon im Februar. Ja, ich bin wirklich verwundert. Ich bin wirklich verwundert. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben, brav alles zu sammeln und alles aufzuschreiben. Also, ja, ich habe halt bei den beiden Seiten jetzt nichts stehen, bei wie war es. Bei der Blätter und bei dem zweiten habe ich jetzt auch nichts stehen. Aber ich muss ehrlich sagen, es war, also im Februar kann ich mich nicht beschweren. 100 Euro nur drüber und im, na Blödsinn, 73 Euro. Drüber, über die 100. Also, ihr versteht schon, was ich meine. Ich habe ein 100-Euro-Limit, was ich ausgeben darf im Monat, aber ich war 73 Euro noch was drüber. Und bei dem anderen im Jänner war ich halt über 100 Euro. Also 191 war das, glaube ich. Ja, 191,38 war ich drüber. Okay, das ist schon ein bisschen schlimmer. Also im Jänner hätte ich mich ein bisschen mehr zusammenreißen können, aber das waren ja auch die Haare, die so teuer waren. Und ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ stolz. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nach dem, was ich mir da alles gekauft habe, was ihr erst vor kurzem in einem Video gesehen habt schon wieder, muss ich sagen, war es okay. Es sind natürlich viele Sachen dabei, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Ich meine, ich habe die Sachen von März noch nicht zusammengerechnet. Im März war ich ein bisschen böser, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das nicht so schlimm jetzt irgendwie. Finde ich nicht. Finde ich nicht, nein, finde ich nicht. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Es kann nämlich sein, DM, na, kann doch nicht sein. Na, es ist auch kein Fehler passiert. Also ich weiß nicht, was
passiert ist mit mir, aber ich habe nicht so viel im Februar ausgegeben. Ich bin echt baff, also ich glaube, ich merke es selber, also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber ich habe insgesamt sehr viel ausgegeben wieder in den letzten 2 Monate, wenn man das zusammenrechnen würde. Und ich will unbedingt mich bis zu meinem nächsten Urlaub zusammenreißen, das habe ich vor. Also ich war jetzt im Jänner, Februar und März sehr, sehr böse, habe auch Sachen gekauft, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ihr habt ja eh das Haul-Video gesehen. Sie liegen auch noch da von mir, die Sachen. Und deswegen April, Mai will ich zumindest schaffen, nur mal Sachen zu kaufen, die ich brauche. Was eh leicht ist, weil ich brauche eh eigentlich gar nichts. Aber ja. Also ich will mal erst nur Sachen dann kaufen, die ich vielleicht brauche. Vielleicht. Was nicht der Fall sein wird, weil ich eigentlich gar nichts brauche. Aber ja. Was soll ich sagen? Bin echt baff. Ich bin wirklich baff. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja. Bevor ich noch weiter irgendeinen Blödsinn daherlabe, ich weiß, das Video ist wieder relativ kurz, obwohl ich jetzt beide Monate zusammengelegt habe, aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Also im Jänner hätte ich mich ein bisschen mehr zusammenreißen müssen, aber ich muss mich verteidigen, das waren meine Haare, was so teuer waren, die 140 Euro. Also war es jetzt nicht so schlimm, finde ich. Und ja, und im Februar war ich eigentlich relativ brav. Deswegen, wenn ich jetzt weiterhin unter die 100 Euro kommen würde, wäre es mir natürlich lieber. Also April und Mai will ich versuchen, unter den 100 Euro zu bleiben. Also unter meiner 100-Euro-Grenze. Das wäre schon sehr nice. Aber wir werden sehen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Auch auf Instagram werde ich euch da auf den Laufenden halten. Wenn ihr euch leichter dann habt, die letzten 3 Monate, in Anführungsstrichen, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich habe mir nicht leichter an. Besonders im März nicht. Aber da kommt dann eher ein Video dazu. Und ihr habt eh den Haul gesehen, also muss ich gar nicht mehr viel dazu erzählen. Aber vielleicht mache ich es so, dass ich jetzt beide Monate zusammenlege. Wie findet ihr das? Dann ist das Video ein bisschen länger. Wenn ich das kaufe, ich habe ja gesagt, ich muss überlegen, wie ich das Kaufverhalten-Video anders mache, weil das ist irgendwie lahm. Es ist wirklich lahm. So wie mit dem Food-Tagebuch. Das tue ich ja auch sammeln und dann euch erst erzählen. Also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das findet, wenn ich 2 Monate zusammenlege. Ob euch das lieber ist oder ob euch das noch mehr nervt. Könnt ihr mir gerne schreiben. Also ich persönlich finde es so besser, weil so kann man bisschen mehr darüber reden, über die 2 Monate. Aber ihr könnt mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Also haltet mich auf den Laufenden, wie ihr das findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!